Heute stellen wir Ihnen eine Studie zum therapeutischen Hypothermie 48 Stunden versus 24 Stunden in Bezug auf das neurologische Outcome nach einem prähospitalen Herz-Kreislauf-Stillstand vor von Kierkegaard und Mitarbeitern aktuell im JAMA veröffentlicht. Bewusstlose Intensivpatienten nach prähospitalem Herz-Kreislauf-Stillstand haben eine schlechte Prognose mit ungünstiger neurologischer Prognose und einer hohen Sterblichkeit. Zur Verbesserung der Prognose wird unter anderem eine therapeutische Hypothermie empfohlen. Die TTM-Studie, Target Temperature Management 33 Grad versus 36 Grad After Out of Hospital Cardiac Arrest, zeigte, dass eine Zieltemperatur von 36 Grad Celsius vergleichbare Ergebnisse mit 33 Grad Celsius ergab. Die optimale Dauer der Hypothermie ist aber unklar. Die derzeitige Empfehlung lautet 32 Grad bis 36 Grad für mindestens 24 Stunden. Auf einigen ITS therapeutische Hypothermie wird allerdings bis 72 Stunden durchgeführt. Auch bei Neugeborenen mit asphyktischem hypoxischen Hirnschaden wird in der Regel eine therapeutische Hypothermie bis 72 Stunden durchgeführt. Tierstudien zeigten einen potenziellen Benefit einer prolongierten therapeutischen Hypothermie. Deshalb wurde vor diesem Hintergrund eine klinische Studie zum Vergleich der therapeutischen Hypothermie über 48 Stunden mit einer therapeutischen Hypothermie über 24 Stunden durchgeführt. Es handelt sich um eine Multicenter-Studie, europäisch, 10 europäische Intensivstationen, alle Patienten nach prähospitalem Kreislaufstillstand, vermuteter kardiale Ursache größer gleich 18 Jahre und kleiner 80 Jahre mit einer anhaltenden ROSC für größer 20 Minuten und einem GCS kleiner 8 Punkten konnten eingeschlossen werden. Ausschluss waren unter anderem Patienten mit einem nicht beobachteten Herz-Kreislauf-Stillstand. Die Randomisierung musste innerhalb von 23 Stunden nach Erreichen einer Körperkerntemperatur von kleiner gleich 34 Grad Celsius erfolgen. Die Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand wurden dann 1 zu 1 randomisiert mit einer therapeutischen Hypothermie von 33 Grad Celsius für 48 Stunden versus 24 Stunden. Die Hypothermie wurde auf 33 plus minus 1 Grad Celsius gefahren durch Oberflächenkühlung oder invasive Kühlung inklusive Gabe von Kühlerflüssigkeiten 4 Grad Celsius zur Induktion der therapeutischen Hypothermie. Temperaturmessungen erfolgten je nach Zentrum in Ösophagusblase, Rektum oder mit intravaskulären Messsonden. Zeitdauer 48 oder 24 Stunden therapeutische Hypothermie, wenn die Kerntemperatur kleiner gleich 34 Grad Celsius erreicht hatte. Nach Abschluss dieser beiden Zeitverläufe, also nach 48 oder 24 Stunden, dann Wiedererwärmung mit 0,5 Grad Celsius pro Stunde bis Erreichen einer Kerntemperatur von 37 Grad Celsius. Bis dahin wurden die Patienten weiter sediert. Aktive Therapie bis 72 Stunden nach Normothermie. Ausnahme waren Hirntod und der refraktäre Schock mit Multiorganversagen. Patienten, die bewusstlos blieben, trotz Beendigung einer Sedierung, wurden je nach Zentrum sehr ausführlich neurologisch untersucht, mit unter anderem EEG, evozierten Potenzial, CT und/oder MRT-Gehirn, entsprechend der lokalen Gegebenheiten und Vorgaben. Follow-up erfolgte bis 6 Monate nach Einschluss. Endpunkte. Der primäre Endpunkt war die Cerebral Performance Category Score 6 Monate nach Herz-Kreislauf-Stillstand. CPC-1 oder CPC-2 wurden als gutes neurologisches Ergebnis gekennzeichnet. Hier nochmal die einzelnen Kategorien von CPC-1 wach, kann arbeiten, normales Leben, CPC-2 mittelschwere zerebrale Einschränkungen, suffiziente zerebrale Funktion zeitweise, CPC-3 schwere zerebrale Einschränkungen, abhängig von anderen und eingeschränkte Hirnleistung, CPC-4 Koma und persistierender vegetativer Status und CPC-5 Tod oder nachgewiesener Hirntod. Hier die Ergebnisse. Zwischen Februar 2013 und Juni 2016 wurden 917 Patienten gescreent. 716 erfüllten die Einschlusskriterien. Bei 361 Patienten lagen mehr als größer gleich ein Ausschlusskriterium vor, sodass schließlich 355 Patienten randomisiert wurden. 176 Patienten 48 Stunden therapeutische Hypothermie, 179 Patienten 24 Stunden therapeutische Hypothermie. Das Alter in beiden Gruppen 61-60 Jahre, Männer 82,3%, 84,1%, CPC-1 Vorreanimation in beiden Gruppen 98%, 96%, Herz-Kreislauf-Stillstand zu Hause 51%, 58%, öffentlich 40%, 38%,
Eine Bystander-CPR wurde in 87%, 82% eingeleitet. Es lag ein defibrillierbarer Rhythmus in beiden Gruppen von 91% und 86% vor. Bei Aufnahme waren 100% der Patienten in beiden Gruppen beatmet und es lag ein GCS-Wert im Median von 3 in beiden Gruppen vor. Hier weitere Ergebnisse, Zeitverlauf, Methode Cooling, Zeit von ROC bis Einleitung der therapeutischen Hypothermie 102 Minuten versus 112 Minuten, von ROC bis Erreichen der Zieltemperatur 281 Minuten in der 48-Stunden-Gruppe und 24-Stunden-Gruppe 320, hier also etwas länger. Oberflächenkühlung mit 43-46%, invasiver Kühlkatheter 65-59% und kalte Flüssigkeit 37% und 33%. Hier Angaben zur Protokollverletzung, 48-Stunden-Gruppe 6,3%, 24-Stunden-Gruppe 1,7%, aber sicherlich zu vernachlässigen. Temperatur nach der therapeutischen Hypothermie 60 Stunden von Zieltemperatur dann 37 Grad, 37,2 Grad, kleiner Unterschied hier, 72 Stunden dann 37,2 und 37,4 Grad Celsius, kein Unterschied mehr nachweisbar. Hier sehen Sie den Temperaturverlauf, sehr schön in der 48-Stunden-Gruppe, hier das Rewarming in der 24-Stunden-Gruppe, die dann nach ca. 36 Stunden nach Beginn wieder im Zielbereich lagen und hier ca. 60 Stunden nach Beginn der 48-Stunden-Gruppe wieder im Zielbereich. Die Endpunkte. Primärer Endpunkt war die CPC 1 oder 2 Kategorie nach 6 Monaten, also günstiges neurologisches Outcome, 69% in der 48-Stunden-Gruppe versus 64% in der 24-Stunden-Gruppe, kein Unterschied. Auch in den Sterblichkeiten, ITS-Sterblichkeit, Krankenhaussterblichkeit und in der 6-Monats-Sterblichkeit zwischen beiden Hypothermiegruppen kein Unterschied. Ebenfalls kein Unterschied bezüglich der Nebenwirkungen. Jede Nebenwirkung 97%, 91% und Pneumonierate 49, 43%. Jede Blutung 10% und 13% jeweils in der Hypothermiegruppe 48 Stunden versus 24 Stunden. Hier sehen Sie die Kaplan-Meier-Überlebenskurve nach 6 Monaten. Auch hier zeigte sich kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, bei bewusstlosen Überlebenden eines perhospitalen Herz-Kreislauf-Stillstands, die auf eine ITS aufgenommen werden, verbessert eine therapeutische Hypothermie über 48 Stunden im Vergleich zu 24 Stunden nicht die neurologische Prognose nach 6 Monaten. Die Studie hatte aber eine eingeschränkte statistische Power zum Nachweis klinisch bedeutsamer Unterschiede, deshalb sind weitere Studien zu dieser Thematik erforderlich. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Publikation im JAMA.